und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Wir konnten ein neues Backup aufspielen, was soweit auch funktioniert. Allerdings müssen wir jetzt trotzdem wieder ein paar Sachen regeln. Das heißt, ich muss den Anhänger wieder voll machen. Wir haben zwar alle GC-Produktionen sind wieder beim richtigen Stand. Aber ich hatte ja den Anhänger hier voll. Oh, was ist denn hier jetzt los? Der will nicht so wie ich, der Baum. Sakradi, was ist denn da los? Mensch, Mensch, Mensch. So, vielleicht kriege ich ihn so irgendwie geschoben. Na, das sieht doch gut aus. Das ist Jürgen. Volker? Jo. Moment. Bin da. Jo. Ach Mensch, ja. Wird Zeit, dass du den Häcksler reparierst. Der funktioniert nicht mehr richtig. So, jetzt. Setz mich mal mit rein. Dann kannst du mal gucken hier. Wie geht's? Wie steht's? Was machen die Geschäfte? Ja, alles gut. Und bei dir? Boah, Hektik, Stress. Hier, Albert hat gekündigt. Oh, echt? Jo, der neue, der Paul, der ist auch nicht mehr aufgetaucht. Oh nee. Ja. Muss alles wieder selber machen hier. Hab's ja U schon beauftragen müssen, dass sie mir Pflanzenschutz drauf machen aufs Feld. Das ist nicht so gut. Nee. Wie soll ich das alles packen hier? Oh. Ja, der Häcksler, den kannst du, wenn es geht, gerade mitnehmen, ey. Mitnehmen? Ja. Zur Reparatur. Ich bin mit dem Bus da. Ich glaube nicht, dass der den gezogen bekommt. Das ist auch nur ein Kugelkopf hinten dran. Musst du gucken. Könnte schon funktionieren. Mal gucken. So, jetzt gleich müsste eigentlich auch der Anhänger voll sein. Ja, wenn nicht, dann fahre ich dir die nachher den Johnny rüber. So, ich glaube, der ist voll. Machen wir hier mal zu, die Kiste. Kannst gerade mal, warte aber kurz, bis ich weg bin. Ja, genau deshalb nicht. Mal das Ding zu. Und fahr weg. Also, liebe Leute, es gibt immer wieder... Jürgen. Mhm. Das Problem, dass diese ganzen Servicefahrzeuge nicht funktionieren. Das ist ein bisschen schade. Wir hätten hier natürlich gern einen, der auch wirklich funktioniert. Wenn ihr einen habt, der im Multiplayer funktioniert, jetzt kannst du ranfahren, da an den Dinger da hinten. Aber nur. Jo.
Und guck, dass du nicht im Dinger bist. Also weit genug vorfahren und dann gerade zurück. Ja, Anhängerkupplung hast du ja dran, von dem her. Aber könnte natürlich sein, dass der hinten auch einen Trigger hat, oder? Jo, geht. Oh. Ist halt hinten ein bisschen tiefer gelegt. Jo, bisschen, ne? Jo, ich fahr mal weiter und dann komme ich nachher zu dir und bring dir den Johnny. Einmal durchwarten, ne? Jo. Okay. Tschö. Tschö. So, dann fahr ich erstmal. Wo fahr ich denn hin? Ich glaube erstmal Kartonproduktion. Ja, jetzt seht ihr genau das Problem, was ist. Mal gucken. Der hat doch bestimmt eine höhenverstellbare Deichsel, aber. Das Problem mit diesen Servicefahrzeugen ist einfach, dass sobald irgendwas im Triggerpunkt steht, dass dann das Gelege wieder anfängt. Das war ein Test, deshalb haben wir den Dinger mit draufgenommen. Aber das wird leider nur ein Vorführfahrzeug bleiben. Jetzt hoffe ich nur, dass ich durch den Blitzer gut durchkomme. Und da nicht gerade ein Leck ist. Das hat geklappt. So, diese Woche müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten, weil ziemlich viel Zeit am Aufnahmetag flöten gegangen ist durch Backup. Und bis dann wieder alles funktioniert hat. Deshalb gibt es diese Woche auf jeden Fall maximal 15 Minuten Videos. Wie immer um 16 Uhr. Eine Folge Real Farming. Sind viel Gewicht auf der Hinterachse. Der Cortes wollte sich eigentlich auch noch melden wegen dem Kostenvoranschlag. Da mal wieder voll. Ich glaube, dann mache ich drüben bei den Papierpaletten auch gleich was rein. Muss ich ja irgendwann auch mal anwerfen. Ich gerade mal den Cortes an. Hallo Herr Cortes. Gerade mal eine Frage, wie schaut es denn jetzt aus mit dem Kostenvoranschlag? Ja, ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, dass pro 1000 Liter 1500 Euro sind. Ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen, weil ich ja nicht die Buchhaltung so mache und so, wissen Sie? Wie? Ja, aber Sie müssen doch wissen, was die Anfahrt kostet, die Arbeitsstunde.
Wissen Sie was? Anfahrtskosten müssen wir jetzt ja nicht berechnen. Das muss ja nicht der Chef wissen. Nö. Der muss auch gar nicht wissen, dass Sie was gemacht haben. Ja, ich guck mal. Vielleicht erreiche ich den, ja. Vielleicht hat er noch sein Handy. Gucken. Ich rufe sie dann auf jeden Fall zurück. Ja, ich müsste halt jetzt dann mal losgehen hier. Ja, was für wären das denn? Nur noch die 109. Ja, okay. Ich rufe sie dann 5 Minuten zurück. Ne, rufen sie nicht an, kommen sie aufs Feld. Ja, lustig, ich habe ja auch noch andere Aufträge. Ja, sind sie allein oder was? Ja. Der andere ist gerade irgendwie abgehauen. Welche andere? Der neue. Der neue Mitarbeiter. Oh, okay. Ja. Ich ruf sie dann sofort an. Jo, passt. Jo, tschüss. Bis später, tschüss. Oh, da schellt schon wieder. Volker Barona, hallo? Hallo, Polizei Grünfelder Landrichter. Ah, hallo, Herr Richter. Herr Barona. Ja. Jetzt nur mal aus reiner Vermutung, aber wäre es nicht mal sinnvoll, bei größeren Unternehmen wie zum Beispiel dem Bauhofmann eine Steuerprüfung zu veranlassen? Ja, ist schon veranlasst, wird demnächst gemacht. Ja, gut, weil ich vermute mal, dass da nicht alles so viel abläuft an von Steuern her. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Weil der Bauhof, weil wir da mal was in der Beratung hatten und da waren von meiner Seite aus keine Steuer drauf berechnet, weil ich habe davon ja auch ein bisschen Ahnung vom Kfz und da wurden von meiner Seite aus, von meinem Wissen her, keine Steuern drauf berechnet. Okay, der, die Prüfung, die ist schon geplant, aber die ist natürlich ohne Vorankündigung, von dem her kann das ein bisschen dauern. Ja, ich wollte Sie da nur mal drüber informieren. Ja, vielen Dank. Jo, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Wir liefern jetzt das Wasser zu Ihnen. Ja, das ist ja nett. In die Kartonproduktion? Ja. Was kosten da 1000 Liter? 1000 Liter kosten. Muss ich nachfragen? Ja, fragen Sie mal schnell nach. Ja. Okay, gut, dann in noch einen schönen Tag. Okay. Ja, tschüss. Ja, bis später. So. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie ordentlich reinkomme und auch wieder raus. So, dass mir auch einfüllen können. Aber ich würde jetzt fast vermuten, dass ich schon wieder Blödsinn gefahren habe. Da wieder raus und das wird knapp. Na, passt. Okay. Ja, es wird Zeit, dass die große Halle hier mal rankommt. Haben wir ja bestellt. Also eine größere Holzkohleproduktion. Volker Barona, hallo? Hallo, Polizei Grünfelder Landrichter nochmal. Jo. Der Preis für 1000 Liter würde 500 Euro betragen. Für 1000 Liter? Ja. Heißt, Pi mal 3. Pi mal 3 ist 98 oder so. Ich bin gerade am überlegen. Wir können auch einen Wasserturm bringen und sie holen sich das da selber raus. Nee, was kosten dann 32.000 Liter? Die Hälfte, gell? 16.000. Ja.
Dann machen Sie doch den Rest noch direkt in die Papierproduktion. Also die Palettenproduktion voll und den Rest in die Papier. Genau. Wo ist die Papierproduktion? Der Herr, wie heißt Ihr Mitarbeiter? Trissler. Ja, der müsste Bescheid wissen. Okay. Gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Alter, was ein Gemurks, hier da so reinzufahren, das ist ja... Das ist ja schon immer... ein bisschen heikel. So, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen in der nächsten Folge rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.